wichtig. Nun geht es weiter mit Janine Völker und der Netzangabe. 18 zu 21. Und Angabe jetzt für Antelic. Schaus bleibt am Block hängen. Und Retzlaff macht den Punkt. Und erscheint sich Alexandersson bestätigt zu haben, der die eigentlich schlagstarke Adlerover draußen lässt und Retzlaff diesen Job übernehmen lässt. Und sie macht dann den Punkt, indessen sehen wir die Auswechslung auf der Seite der Kroatin. Katarina Zerjaka kommt in die Partie und Tormann mit der Angabe. Und der Block vom Schwerin SC, gestellt von Hanke und Kaufeld. 20-21. Tormann mit der Angabe. Und diesmal steht der Schweriner Block nicht und Tormann kriegt den Ball nicht angenommen. 20 zu 22. Zu Drillic mit der Angabe. Nicht gefährlich. Schwerin die Möglichkeit. Retzlaff bleibt am Block hängen und der Schweriner Block steht. Wieder mit Kaufeld und Hanke. Das funktioniert ja sehr gut auf Schweriner Seite. 21 zu 22. Denise Hanke mit der Sprungaufgabe. Und die kommt zu weit. Das hat Kaufeld gut rübergedrückt. Der Ball geht zurück und die Möglichkeit zum Aufbauen für den Schweriner Sportclub. Und Schaus mit dem Punkt. Diesmal haben sie das richtig und gut ausgespielt, dass das vorhin nicht geklappt hat, wo Schaus den Ball dann ins Netz schlägt. Jetzt der Ausgleich im wichtigen Moment für den Schweriner SC. 22 zu 22. Denis Hanke, erneut mit der Angabe, diesmal besser angenommen. Und der Block mit Chaus und Kaufeld funktioniert nicht ganz so erfolgreich. Der Ball landet wieder auf Schweriner Seite, 22 zu 23. Vrikic mit der Angabe. Schaus, gut gespielt. Schöner Punkt für den Schweriner SC. Das hat sie gut gemacht. Sie steht in der Luft und da zeigt sie es auch selber an. Habe ich gesehen, der Block steht einfach rübergeloopt. 23 zu 23. Retzlaff mit der Angabe für den jetzt sehr wichtigen, sehr, sehr wichtigen Punkt. Nämlich den 24. Kurze Variante. Und der Punkt geht an die Kroatin, Rekia. Und der wichtige Punkt ist es deshalb, weil jetzt heißt es Satzball für ZOK Rijeka. Und dann nochmal Team Timeout für den Schweriner SC. Genommen von Tura Alexandersson. Für diesen letzten und für diese vielleicht letzte und entscheidende Angabe in diesem ersten Satz. Und man kann des Lippenlösens bin ich jetzt nicht mächtig, aber ich würde sagen, zieht doch mal durch, gibt er seinen Mädels damit. Aber auf kroatischer Seite sagt der Trainer seinen Mädels ganz genau, wo sie denn jetzt zu stehen haben, um diesen entscheidenden Punkt in diesem ersten Satz zu holen. Satzball für ZOK Rijeka.
Und Aufschlag zum Satzgewinn, Bernarda Brescic. Kretzlaff gut angenommen. Schwieriger Ball. Auch die Kroaten haben eigentlich nicht richtig die Möglichkeit. Aber das Beste daraus gemacht. Schaus macht den Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Da haben sie, als Schaus da eben in den Block schlägt, hat die ganze Halle kollektiv mal eben die Luft angehalten. Aber es hat geholfen. Der Ball war drin im Feld und damit jetzt Angabe für Berit Kaufeld. 24-24 und dieser erste Satz geht in die Verlängerung. Gute Angabe von Kaufeld, der Punkt für den Schweriner SC. Und die Halle erhebt sich, es heißt Satzball für den Schweriner SC. Berit Kaufeld. Hat sich auch jetzt schon eine schöne Atmosphäre entwickelt, die jetzt zum Ende des ersten Satzes. Und der Ball ist zu weit. Die Kroaten haben sich gefreut. Meinten, da wäre eine Schwerinerin dran gewesen. Die Schiedsrichter entscheiden es beide anders. Und damit geht der erste Satz an den Schweriner SC 26-24. Und somit Satzwechsel. Und die Schiedsrichter bitten unsere Damen zurück. Und wir brauchen den ersten Punkt. Satz. Das kennen wir, das stehen wir auf und klatschen den ersten Punkt herbei. So, die Halle hat sich wieder erhoben, der zweite Satz beginnt. Und bis zum ersten Punkt für den Schweriner SC wird sich hier auch nicht wieder hingesetzt. Jetzt verzögert sich das jetzt noch ein bisschen. Aber Denise Hanke mit der Angabe. Es steht bereits 1-0 für den Schweriner S. Halb so wild. Wenn die nächsten dran stehen. So, ja, es gab jetzt gelbe Karte gegen die Kroaten und auf der Anzeigetafel taucht auch 2-0 nach Sätzen für den Schweriner SC. Ich bin jetzt bin ich verwirrt, da steht jetzt 1, nein, jetzt wird korrigiert, 2-1 für den Schweriner SC, deswegen hat der Denise Hanker eben auch Angabe, da gab es wohl den Punkt. Für den Schweriner SC nach der gelben Karte. Und den Ball kriegen sie nicht. Und jetzt machen wir mal einfach 2-2. Ich bin jetzt gleich mal gespannt, ob sich das an der Anzeigetafel mit dem zweiten Satz noch löst. Es gab da noch keine Erklärung. Währenddessen muss da an der Auswechselzone noch einmal gewischt werden. Also wir sind jetzt im zweiten Satz und es steht 2-2. Jetzt wird die Anzeigetafel nochmal noch ganz gelöscht. Aber ich nehme an, da gab es jetzt einfach das Problem. Jetzt geht man das an der Anzeigetafel einfach noch durch. Jetzt wird dann nochmal das Endergebnis aus dem ersten Satz eingestellt. Vielleicht können wir das auch kurz mal einfangen. 26-24, damit ist der erste Satz dann erledigt. 1-0 nach Sätzen für den Schweriner SC. Und dann muss jetzt das auch noch richtig gestellt werden für den zweiten Satz.
2:2 steht da. Erster Punkt für Schwerin. Zweiter Punkt für Schwerin. Einer und zwei. FZOK Jerika. Und damit ist alles wieder richtig. Also, zweiter Satz. 2:2 zwischen Schwerin SC und ZOK Rijeka. Und 1:0 nach Sätzen für den Schweriner SC. Jetzt hat sich auch der kroatische Trainer wieder gesetzt. Und dann kann es weitergehen mit der Angabe von Torovic. Und Schaus mit dem Punkt für den Schweriner SC. Sehr gut zu dem Spiel. 3:2. Und haben wir den Aufschlag zurück. Kaufeld mit der Angabe, die kurze Variante bei den Kroaten erfolgreich. Fabrice war das. Und der Kapitän Magda Maras mit der Angabe jetzt für die Kroaten. 3:3 im zweiten Satz. Und Schaus mit der kurzen Variante, aber der Block ist da, das 4:3 für die Kroaten. Maras erneut mit der Angabe. Und Schaus mit der erneuten Versuch, diesmal bleibt den Block hängen, aber der Block geht ins Aus und deshalb der Punkt für den Schweriner SC. 4:4 und Schaus jetzt auch mit Angabe. Oh, Völker ist aufschlagen, mit Glück rübergelandet bei den Kroaten. Die kriegen ihn nur rüber und Thormanns Ball ist dann zu weit und der Punkt geht an die Kroaten. Das hochreißende Arm auf Schwerin der Seite hatte da bloß einen Placebo-Effekt. Das haben die Schiedsrichter gut und richtig gesehen. Samantha Fabrice mit der Angabe jetzt. 1,86 hoch. Gute Angabe, Denise Hanke, klasse gemacht. Rüber gedrückt und damit erzwingt sie den Punkt für den Schweriner SC. Der Ausgleich 5:5. Und die Nummer 13 auf Schweriner Seite, Janine Völker. Nur 1,77 groß. Aber mit dem Punkt nach ihrer Angabe, der Schlag geht ins Aus. Von Andelic. 6:5 für Schwerin. Also sind die Kroaten aber so überhaupt nicht einig gewesen, was da gerade los war. Die Schweriner sagen danke und erzielen ihren 7. Punkt, 7:5. Wieder Völker. Mit dem Aufschlag ins Netz, leichter Punkt für die Kroaten. Und ZOK Rijeka jetzt mit der Angabe über Danilka Antelic. Schön, das war eine gute Variante über Hanka auf Thormann, die den Punkt dann macht. Zum 8:6, technische Auszeit.